Welcome. Er tut sehr schlafen. Damit ihm laufen kannst. Welcome back. Hallo. Ich bin der Raffi zusammen mit dem Kriegel. Hallo. Ich bin der, der jetzt gerade spielt. Ich laufe mit glühendem Schwert voraus. Es sieht sehr speziell aus. Stabst aus Versehen deine drei Kollegen. Ja, genau so. Oh, sorry. Das Gute ist, ich habe jetzt nämlich vorher, also in der letzten Folge, mehrheitlich geschaut, was pfiffig heisst. Jawohl. Und darum keine Ahnung, was wir machen müssen oder was wir schon gemacht haben. Aber das ist eigentlich, oh, heute zusammen. Stell dir vor, du müsstest... Aus dem könntest du einen Beat machen. Egal. Okay. Hey, stell dir vor, du würdest in deinem Leben rumlaufen, müsstest arbeiten gehen, posten und alles und hättest drei Kollegen, die mit dir unterwegs sind, die genauso dumm sind wie du. Einfach mit unterschiedlich farbigen Jacken. Nein, ich kann schon... Seit 8 Jahren laufe ich mit den gleichen Kollegen rum. Ja, die wohnen alle in der gleichen Hütte. Was könnte man da zu tun haben? Kannst du nicht rollen? Mal, kannst du mit der R-Taste kannst rollen, musst sie zweimal drücken. Das ist die R-Taste. Genau die. Wir kommen jetzt gar mal in das Haus da rein. Da kannst du gar nicht rein. Nein, das untere. Das ist noch nicht drin, stimmt. Nein, sind wir nicht. Stimmt. Ah. Kannst du mal Control drücken und Mausrad gegen hinteren? Ja. Gegen hinteren meinst du? So, Mausrad gegen hinteren. Musst in der. Genau. Noch ein bisschen. Dann sehen wir, ob es läuft oder nicht. Gut, es läuft noch. Mhm. Gut. Das war halt ein Audiotest gewesen. Ja, da finden wir sicher viel. Mach doch Querformation. Ja. Ich würde C-Taste brauchen, das ist viel lustiger. Ui, du. Oh, das haben wir sicher gebraucht, das Wasser. Ah, Gesundheit! Entschuldigung. Wenn wir es gebraucht hätten, dann. Aha. Das ist verkackt, Raffi. Verkackt hast du es. Ist das Wasser sicher noch da? Nein, okay. Es ist weg für immer. Was könnten wir machen? Was müssen wir finden? Mach mal die Töpfe da kaputt. Töpfe. Vor allem ist jetzt Töpfe auf dem Dach. Töpfe. Vielleicht müssen wir wieder in die Underworld. Ja, vielleicht. He? Geh mal in das Haus da oben. Eine Lampe. Ah! Jetzt kannst du die Lampe füllen. Apropos Lampe füllen. Oh, nicht schon wieder. Es ist ein bisschen eskaliert. Du schon wieder? Ja, es ist immer Alter, an der Wochenende. Alter, was passiert mit dir? Ich glaube, schau jetzt, ich erzähle euch jetzt schnell etwas über den Chris. Oh, du. Er war lang sehr ein anständiger und braver gewesen. Das bin ich immer noch. Ja, meint er. Auf jeden Fall glaube ich, das, was wir jetzt gerade miterleben, sind seine Ausbrüche. Kompensieren nennt man das auch. So ein Scheiß. In der Umgangssprache. Und in der Fachsprache sind wir dann einfach abhängig. Wow. Nein, natürlich nicht. Aber auf jeden Fall, irgendetwas passiert mit dem Will. Früher, wenn ich einen blöden Spruch gemacht habe, hat er nur gesagt, oh, Dude. Das sage ich immer noch. Und jetzt sagt er, oh, Digga. Ja, genau. Das klingt mega nach mir. Oh, Digga, Mann. Das ist schon das lustig. Sind wir noch nicht gehabt. Oh, du bist so gut. Ey, Raffi, oh, ich bin dein größter Fan. Ja, eben. Nein, erzähl mal von deinen Exzessen. Nein, also, es ist so. Wir unterstützen keinen Alkohol- und Drogenkonsum. Nein, Konsum nicht. Nein, aber... Missbrauch, den wir nicht unterstützen. Den Konsum unterstützen wir? Wir tun den nicht unterstützen. Okay, gut. Sehr diplomatisch. Jawohl. Geh mal zu dem Gras an und dort deine Lampe brauchen. Nicht mit drin, du. Ah, okay, oh mein gut. Gott, Raffi. Klar, ja. Das habe ich nicht gewusst. Was hast du nicht gewusst? Dass ich Zeugs nie Breath of the Wild gespielt. Ja, aber das ist so alter. So. Ah, schau mal dort unten. Ja, das ist ein Zipfeli. Ah, du meinst die Hexdaten, ja. Nein, nicht Hexdaten. Komm, ja. Wie kommen wir da rüber? Irgendwie müssen wir da rüberkommen. Eben, jetzt also. Dort, wo ich arbeite, arbeite ich mit ganz vielen Leuten zusammen, die... Alkohol trinken? Nein. Die meisten sind so Studenten, also so um die 20 herum. Und viele von denen haben viele Filme nicht gesehen, die ich finde, es hätten die Leute gesehen haben. Und jetzt habe ich so gesagt, okay, ich mache eine Kinogruppe, oder so eine Filmgruppe. Und dann schaue ich, dass wir uns irgendwie so mindestens einmal im Monat treffen. Und dann zeige ich einfach den Film, den ich cool finde. Und dann schauen wir den miteinander. Und jetzt haben wir es zum ersten Mal haben wir jetzt das durchgeführt, am Freitagabend.
Und es war cool gewesen. Wir haben uns den Film angeschaut und dann nachher so, ja, jetzt haben wir noch ein bisschen hängen und noch ein bisschen trinken und dann ist es ein bisschen eskaliert. Mhm. Ja. Was hast du getrunken? Wie viel hast du getrunken? Von was hast du getrunken? Nicht so wahnsinnig viel, aber ich hatte keine richtige Nacht vorher. Oh, geil. Das war eben das Problem gewesen. Oh, ja. Dude. Also, die Hexter braucht ihr Zauberbuch. Wie finde ich das echt? Ich weiß es eben nicht. Aber das Einzige, das ich herzauberte, war dieses Miniaturhaus. Wo ist das? Das ist da, wo sie über dem Kopf hebt. Ah, ja. Das ist das Haus, das in der Oberwelt an dieser Stelle gestanden ist. Der Dude sucht nämlich sein Haus. Alter, wir kommen da nicht weiter. Wir können doch nicht zwei ganze Folgen am gleichen Ort verbringen. Ja. Werden wir aber offensichtlich machen. Ja. Ich habe das Gefühl, wir dann vielleicht irgendetwas mega Offensichtliches einfach übersehen. Weil wir auch viel zu gut sind und viel zu viel denken. Wahrscheinlich. Das ist ja sicher. You need a bomb. Ja, früher oder später habe ich das Gefühl, brauchen wir eine Bombe, ja. Kopf. Das. Ich tue jetzt auch oft alles abfackeln, was mir entgegenkommt, weil ich jetzt da. Finde ich gut. Ja. Machen wir. Also. Geh mal in das Häuschen da. Links. Weißt du gar nicht. Links. Du meinst das vom anderen da? Jawohl. Kollege. Ja. Nein, das nicht. Die blockieren ja alles die Giggel. Ja. Ah, oh, Leute, bitte schaut uns nicht zu. Also doch, schaut zu, aber nicht, wenn wir so scheiße sind. Da, und da brauche ich jetzt nur ein Gugala. Ja, eben, ja, wahrscheinlich. Dann kann ich unter diesen Giggeln durch. Wir müssen entweder das oder wir müssen schauen, dass die Leute da weggehen. Geht weg! Was steht dort auf dem Schild? Ich bin ein Baum. Ah, oh, look! Farsfrüchte. Schlag mit dem Schwert. Blödspiel. Sau Blödspiel. Was ist das gewesen? Kann man ja, aufhören? Das Portal ist wieder aufgegangen. Aha. Ja, das sind wir auch schon. Geh mal nach rechts. Dort sind wir zwar auch schon gesehen. Ja, ich muss irgendwie da rechts noch wieder raufkommen. Das wäre noch sexy. Will da eine, schau mal. Aha. Du das mal abfackeln da. Ah. Siehst du. Und dann. Ah. Bombs. Der Bombs, hä? Gut, geh mal raus. Hast du gern Bombs? Ich kann gern Bombs. Hast du auch Bombs haben? Was? Gehen wir da die rechte Tür? Nein. Ja, wir gehen da überall durch. Nein, du musst nicht überall, du siehst das nächste. Ja. Rechts. Ja, mach die Augen auf. Oh, man macht du sie zu. Was? Ja, du schaust mir nicht zu. Ja. Na, bla bla bla. Schlau, schlau, schlau. Dü-lü-lü. Oh, was ist schön passiert? Was ist jetzt passiert? Was haben wir bekommen? Ich habe nicht aufgepasst. Ich kann nicht. Also. Also was? Eben. Das ist noch mehr Stories. Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Oh oh. Es ist aus Cleverness. Habe ich natürlich. Das geht nicht, das ist gleich, wir müssen nicht durch. Hör auf! Ah! Raffi, du nicht die Hühner ärgern, du weißt, wie das ausgeht. Ich liebe verärgerte Hühner. Das ist wie, naja. Nicht. ja, jetzt gehen wir mal über, weil jetzt haben wir Bombe. Oh, jetzt will ich dann Kaffee. Also. Ey. Nach dem coolen Filmabend, wo ich irgendwie am 3 oder so ins Bett gegangen bin, ist mir dann eigentlich wieder eingefallen, dass ich. Mach die Blöcke mal da kaputt. Mit der Bombe. Ich mache jetzt etwas ganz anderes. Dass ich am nächsten Morgen muss den Laden aufmachen. Oh Scheiße, welchen Laden? Den Laden, den ich arbeite. Was schaffst du dort? Im Verkauf. Ah, ich habe du machst dann noch so Filmsets geschmeißen und so. Ja, das auch. Nein, das war nur im Februar. Mhm. Du machst ja wirklich richtige Arbeit. Ja, ja, ich arbeite tatsächlich etwas. Wow. Ja, ich tue nicht nur gamen den ganzen Tag. Contrary to popular belief. Nein, aber ich musste nachher müssen aufmachen am nächsten Morgen und bin natürlich ein bisschen verkatert gewesen. Oh. Und recht müde und kaputt. Und dann ist es easy peasy. Ich habe nur bis um 11 Uhr arbeiten. Also 8 bis 11. Aber
ich habe nachher auch den Laden wieder zumachen. Hast du voll vergessen? 5 bis 10 habe ich auch wieder arbeiten. Das heisst, ich bin nach dem Arbeiten heim, bin schlafen, weggestellt auf die 4, wieder aufgestanden, wieder arbeiten, wieder heim. Hat ihr Blöcke gesprengen? Nein. Was soll ich denn mit diesen Bomben anstellen, Mann? Weiß nicht. Alter, ich komme voll nicht raus. Wir verdoppeln da. Kommst voll nicht raus. Das ist ein reiner Gugus. Ja, ein Gruß ist es. Ein Gruß, ja. Ein Gruß-Gugus. Okay, aber ich habe jetzt etwas überkommen. Was habe ich überkommen? Sehen wir das da? Nope. Soll ich nochmal mit dieser Hexzeit schwätzen? Vielleicht hat dem ein Zauberbuch gegeben vorher. Der würde es aber anzeigen, oder? Ja, ich weiß nicht. Kannst du mal schauen? Vielleicht, ja. Wir sollten, weißt du was, Chris, machen wir jetzt etwas ab. Ja, was? Denn? Wir lesen. Wir lesen? Okay. Wir lassen das Zeug sehen. Das klingt eigentlich noch sinnvoll. In Zukunft. Schließlich nicht Breath of the Wild, wir kennen es nicht auswendig. Eben. Und mit den Nerven immer so, als würden wir alle Zellen das auswendig kennen. In dem Fall nicht? Nein. Doch kein Zauberbuch, du verdammte Scheiße, Kacki. Mich schießt an, so, du willst dich nicht spielen! Schau, da kannst du schon wieder. Wir sollten zwischen den Folgen schnell anschauen, damit wir bei der nächsten Folge nicht nochmal so in der Gegend umgehen. Was? Wir können sicher nicht guiden. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kommst du auf so etwas? Hä? Nein, wir können nicht guiden. Nein, wir gehen zurück, hol den Kristall! Hör auf, überall Bomben ablecken. Das macht mich nervös. Yeah. Ui, du. Ich bin so nervös da, ja. Doof! Doofeli doof! Blöd! Blöd, blöd, blöd! Blöd, blöd! Blöd, blöd, blöd! Da mal eine Bombe ablecken, vielleicht sind alle weg. Wo könnte ich da echt so einen Mondkristall herbekommen? Soll ich mir da einen schwätzen? Ja, links so eine. Was? Aha, ja. Ja, das wissen wir. Die Stache Aua haben wir auch schon gesehen. Die Stache Aua. Die Stache Aua gibt es da, weil ich jetzt da reinlaufe. Da gibt es auch ein starkes Sauer. Mhm. merkst du, wir werden flach, weil wir nicht weiterkommen. Ich würde eben da rüber und da rein. Ja. Jetzt frage ich, wie komme ich da rüber und da rein? Ja, wir müssen wahrscheinlich unten durch. Aber dort ist auch der Weg versperrt. Wird da irgendwann ein Durchgang? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich Mondperlen mehr. Woher kriegen wir die? Ja, das ist eben die Frage. Eben, dort oben links hat's ja eine, die links ist von deinen Zuschauern dort. Genau, aber die kriegen wir nicht weg. Eben, aber ich glaube, dort, die kriegen wir nicht weg. Sondern wir legen dort Mondperlen an und kommen dann unter ihnen durch. Ja, das könnte auch sein. Genau, und darum habe ich das Gefühl, es muss irgendwo, jetzt von dieser Map her, oben dran sein. Das Zauberbuch. Ja, aber wo ist das? Oder wo könnte das sein? Geh mal da runter. Siehst du dort rechts? Hat es einen Durchgang. Geh mal runter. Lauf da nach runter. In der Mitte. Ja, ja, ja. Weiter? Ah, okay. Schon nicht. Das hat so ausgesehen. Raffi, du musst nicht herausfordern. Kannst du wirklich nicht runter? Da nicht, oder? Mhm. Komme ich da rüber, wenn ich in der Underworld bin? Wahrscheinlich. The Underworld. Strange, Kollege, Strange. Ja, mega Strange, ja. So, Jelly, so. Da kommen wir nicht mehr runter. Nein. Da kommen wir auch nicht aus dem Screen raus. Da haben wir schon alles gemacht. Komm mal da rein. Und du mal rein. Ja, dein Gesicht ist eine blöde Folge. Du bist eine blöde Folge. Okay, da gibt es auch nichts. Ja gut, wenn wir da einen Abschluss machen? Ja, ja, komm. Legt es mir am Arsch. Legt es mir am Arsch. Ja, in dem Fall. Sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich verspreche euch, nächstes Mal klappt es.